Dieses Thema wollen wir vertiefen mit dem ehemaligen deutschen UN-Botschafter und Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken. Guten Tag. Hallo. Tag. Der Westen wird von Moskau also zur existenziellen Bedrohung erklärt. Und unter diesen Staaten werden explizit genannt die USA, Großbritannien oder auch Deutschland. Sind Sie angesichts solcher Aussagen besorgt oder ist man solch aggressive Töne aus Moskau gewissermaßen schon gewohnt? Nein, ich bin gar nicht besorgt darüber. Das ist ein bisschen Teil der russischen Strategie, uns vielleicht einzuschüchtern, auch wenn darüber spekuliert wird, Einsatz von Atomwaffen oder Verlegung von Atomwaffen in Weißrussland. Das soll uns einschüchtern, auch dass wir jetzt, eben wie Sie gesagt haben, da auch als Gegner eingeschätzt werden. Wissen Sie, es ist umgekehrt. Warum sind wir ein Gegner? Warum sind wir eine existenzielle Bedrohung für Putin? Weil wir uns gemeinsam mit der Ukraine gegen die russische Aggression wehren, weil wir Russland auch das Bild eben einer Demokratie, einer freiheitlichen Ordnung entgegensetzen gegen das Totalitäre. Und er empfindet jetzt uns als eine Bedrohung für sein System. Und von daher empfinde ich das sogar als eine gute Nachricht, dass er uns jetzt als Bedrohung empfindet. Das heißt, er fühlt den Druck auf sein totalitäres Regime. Er hat ja erlebt vor zwei Wochen, wie er jetzt auf einmal per Haftbefehl gesucht wird durch den Internationalen Strafgerichtshof. Also die Luft wird dünner für Wladimir Putin. In jedem Fall ist es eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Die Rhetorik klingt ein bisschen wie die aus dem Kalten Krieg, nur dass mittlerweile eben wir einen heißen Krieg in der Ukraine haben. Hat es denn dadurch dann eine tiefergehende Komponente, eine doch irgendwo eine Bedrohung, dass Putin da vielleicht irgendwann dann doch komplett ausrasten könnte? Also Putin ist ja schon ausgerastet, indem er dieses Land überfallen hat. Er ist ausgerastet, indem er schwerste Kriegsverbrechen begeht, wie er sein eigenes Volk drangsaliert und in der Nachbarschaft. Also das ist, was er jetzt verkündet, ist Teil seiner Strategie. Und wir müssen da sehr nüchtern bleiben. Wir müssen weiter die Ukraine unterstützen. Wir müssen dafür sorgen, dass Russland keinen Sieg davonträgt. Denn er hat ja auch klar gesagt, sein Außenminister hat klar gesagt, wenn er mit der Ukraine fertig ist, dann ist die Republik Moldau dran. Und fragen Sie mal, was die Balten glauben, was passiert. Also wir müssen dagegen halten. Wir dürfen uns da nicht durch seine schreckliche Rhetorik einschüchtern lassen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.